Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe mich total verlaufen. Kennen Sie den Weg zum Bahnhof vielleicht? Oh ja, das ist ganz einfach. Da gehen Sie einfach hier die Straße hoch, hinten rechts, da sehen Sie schon das große Gebäude, da gehen Sie hin, das ist der Bahnhof. Oh, super, prima. Sie haben mir echt enorm geholfen. Vielen Dank. Die Älteren unter euch kennen vielleicht solche Situationen noch. Mittlerweile sind die ziemlich ausgestorben, weil anstatt nach dem Weg zu fragen, wir im Regelfall das Smartphone benutzen und auf Google Maps einfach nachgucken, wo wir denn hinwollen. Und ähnliche Situationen ließen sich auch konstruieren, wenn wir zum Beispiel nicht genau wissen, welchen Bus wir eigentlich nehmen wollen. Oder wenn wir abends nicht wissen, wir sind in einer fremden Stadt, in welches Restaurant wir denn gehen wollen. Was dieses kleine Beispiel illustriert, ist, dass Digitalisierung die Art und Weise verändert, wie wir uns durch Räume bewegen, wie wir Räume wahrnehmen, wie wir uns in Räumen verhalten. Und letztendlich verändert Digitalisierung sogar Räume selbst. Mein Name ist Felix Hartenstein. Ich wiederhole jetzt nicht gerade nochmal alles, was da eben schon gesagt wurde. Mein Talk heute heißt Bits und Räume. Und ich gehe heute der Frage nach, wie wir mit Digitalisierung, vielleicht auch trotz Digitalisierung, nachhaltige Städte, nachhaltige Stadträume gestalten können. Ich habe meinen Vortrag heute dafür in drei Phänomenebenen gegliedert. Die da sind die Geschäftsmodelle, die Produkte von Digitalunternehmen und wie diese auf Räume einwirken, in die direkten Standorte, an denen sich diese Firmen niederlassen und in die Stadtvisionen, die den Produkten, den Dienstleistungen von Digitalunternehmen zugrunde liegen. Fangen wir an mit den Geschäftsmodellen. Wenn wir früher in die Stadt gegangen sind, hatten wir eine Menge zu erledigen. Vieles von dem ist heute abgewandert ins Internet. Ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal bei der Post einen Brief abgegeben hat oder abgeholt hat. Das erledigt man heute meistens per E-Mail. Statt in die Bank machen wir Online-Banking. Reisen buchen wir auch nicht mehr im Reisebüro, sondern online. Die meisten Sachen kaufen wir online bei einem großen Online-Händler. Mittlerweile kann man auch das Essen online bestellen über einen Lieferdienst. Kino oder Videotheken sterben aus, weil wir Streamingdienste nutzen. Und andere Entwicklungen, die mittlerweile noch voranschreiten, sind, dass wir auch gar nicht mehr ins Büro gehen, sondern von zu Hause aus arbeiten. Irgendwann müssen wir vielleicht auch nicht mehr in Institutionen wie diese hier, eine Uni gehen, sondern auch das kann man zu Hause machen. Und aufs Amt müssen wir vielleicht irgendwann auch nicht mehr, weil es dann Smart Governance gibt. Wobei in Berlin mache ich mir da noch nicht so die Sorgen. Das dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Es gibt noch andere Beispiele, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe. Also jetzt kürzlich war zu lesen, dass demnächst auch das elektronische Rezept kommen soll. Also wir brauchen dann auch keine Apotheken mehr. Und Ärzte sind dann vielleicht auch per Online-Visite zu konsultieren. Was ich also in der Summe sagen möchte, ist, dass ganz viele Funktionen, die wir früher mit Stadt verbunden haben, die wir damit verbunden haben, in die Stadt zu gehen, heute in ihrer Bedeutung nachlassen und zum Großteil von digitalen Lösungen ersetzt werden. Ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass es durchaus auch eine Gegenbewegung gibt. Dazu gehört zum Beispiel, dass Zalando mittlerweile auch Flagship-Stores aufmacht, also ganz klassisch, wo sie ihre Klamotten aufhängen, wo man hingehen kann und die kaufen kann. Oder in den USA ist Amazon sehr stark dabei, sich auch wieder in Läden zu manifestieren. Letztes Jahr hat Amazon Whole Foods gekauft. Das ist eine der größten Bioketten in den USA. Und dort kann man dann jetzt mittlerweile zwischen Sojamilch und Quinoa-Flocken kann man auch Alexa kaufen oder man kann sich dort seine Pakete hinschicken lassen von den Dingen, die man online bestellt hat. Die Frage ist allerdings, ob diese neuen Manifestationen von Online-Geschäften im Raum tatsächlich qualitativ und quantitativ die Funktionen ersetzen können, die wir auf der anderen Seite verloren haben, oder ob das vielleicht einfach nur Nischenprodukte sind. Und natürlich ist auch die Frage gerechtfertigt, ob jetzt ausgerechnet diejenigen Akteure,
die die Städte zerstört haben, in gewisser Weise jetzt wiederum davon profitieren, in diese Leere hineinzugehen und sie mit ihren Geschäftsmodellen zu füllen. Kommen wir zu den Standorten der Digitalunternehmen. Da habe ich mal ein paar Schlagzeilen der letzten 2 bis 3 Wochen mitgebracht. Vor knapp 3 Wochen, das wurde auch eben in dem Vortrag vor mir schon mal erwähnt, kam die Nachricht, dass der Google Campus, der in Kreuzberg im Umspannwerk geplant wird, jetzt doch so nicht gebaut wird, sondern dass Google sich entschieden hat, wahrscheinlich auch aufgrund der starken Proteste, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen und unter anderem Better Place zur Verfügung zu stellen, um dort soziale Projekte zu betreiben und dort Räumlichkeiten anzubieten. Davon hatte man sich kaum erholt, da folgte auch schon die nächste Schlagzeile, dass nämlich jetzt der Siemens Campus wohl wahrscheinlich in Spandau aufmacht. Die Freude war medial zumindest sehr groß. Die Berliner Politik wurde über den Klee gelobt, dass sie das also jetzt erreicht hat, dass Siemens dort 600 Millionen investiert, die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte von Siemens. Ziemlich schnell kamen dann aber auch andere Stimmen auf, die gefragt haben, ja, was ist denn mit den Leuten, die da jetzt in der Nachbarschaft wohnen? Der Norden Berlins Richtung Spandau ist einer der wenigen letzten Rückzugsorte, wo man noch halbwegs günstig wohnen kann. Was passiert da jetzt in den nächsten Jahren? Was wird da vielleicht auch von der Stadt dem Unternehmen zur Verfügung gestellt? Es wurde dann darüber gesprochen, die Siemensbahn mit immensen Kosten wieder einzurichten. Es war von Subventionen die Rede. Weniger deutlich war hingegen, was denn Siemens eigentlich als Gegenleistung bringt. Es war zwar von Wohnungen die Rede, es war von Arbeitsplätzen die Rede, aber so richtig zu greifen ist das alles noch nicht. Passend dazu folgte kurz darauf wieder die nächste Schlagzeile, diesmal aus den USA. Dort hat sich nämlich Amazon entschieden, 2 neue Hauptquartiere zu errichten. Das war dahingehend überraschend, dass bereits seit etwas über einem Jahr ein Prozess lief, in dem Amazon sein sogenanntes HQ2 in einem Wettbewerb ausgerufen hat. Das heißt, Amazon hat sämtliche Städte in den USA aufgerufen, Pakete zu schnüren, um Amazon an diesen Ort zu schicken, an diesen Ort zu locken. Letztendlich gewonnen haben 2 Standorte in Washington, in einem Vorort von Washington DC und in Long Island, New York. Und Amazon erhält ein Incentive-Paket von insgesamt fast 2 Milliarden Dollar und hat dafür zugesagt, 50.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Durch den Split, dadurch, dass es jetzt also HQ2 und HQ3 gibt, das haben sie ganz clever gemacht, kriegen sie jetzt die doppelten Incentives, teilen die Jobs jetzt aber. Also New York kriegt 25.000 und Washington kriegt 25.000. Auch hier die große Frage wieder, die sich ergibt, ist das fair, ist das gerecht, lohnt sich das für die Städte? Und ziemlich schnell gab es vor allen Dingen in New York ganz ähnliche Diskussionen, wie wir sie hier mit dem Google Campus erlebt haben. Es haben sich nämlich dann Nachbarn, lokale Politiker gemeldet, die gesagt haben, ja, das ist ja schön und gut, aber wir hier, die in diesem Gebiet arbeiten, wir rechnen jetzt damit, dass hier die Mieten steigen und wir müssen befürchten, dass wir hier in ein paar Jahren nicht mehr leben können. Passend dazu eine weitere Schlagzeile aus derselben Woche im Zusammenhang mit den Midterm Elections in den USA. Gab es in San Francisco eine separate Wahl, wo es darum ging, ob die Stadt San Francisco eine Sondersteuer für die Bekämpfung von Obdachlosigkeit einführen soll. Die Steuer wurde angenommen mit 60% der Stimmen. Aber was ganz interessant war, war die Wahlschlacht, die im Vorgang stattgefunden hat. Da war nämlich die lokale Tech-Szene aus dem Silicon Valley und aus San Francisco ziemlich geteilter Meinung. Es gab sehr starke Befürworter dieser Steuer und es gab aber auch sehr starke Gegenstimmen. Der Hintergrund dieser Steuer ist, dass San Francisco mittlerweile eine der teuersten Städte weltweit ist, um dort zu leben. Die Immobilienpreise sind astronomisch. Es geht um für kleinste Häuser um Millionenbeträge. Einzimmerwohnungen kosten 3.500 Dollar oder in ähnlichen Dimensionen pro Monat. Und das hat zur Folge, dass mittlerweile selbst die gut verdienenden Techies bei Google, Facebook und Ähnlichen sich das kaum noch leisten können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn mit den ganzen anderen? Was ist denn mit den Krankenschwestern, den Feuerwehrleuten, den Lehrern? Wo wohnen die dann eigentlich noch?
Die Antwort ist, entweder Sie pendeln 2-3 Stunden rein oder Sie schlafen in Ihrem Auto, mieten Garagen an oder wohnen im Wohnwagen im Trailerpark. Nee, noch nicht. Es gibt aber auch noch ganz andere Modelle, die mit dem Standort zu tun haben. Da geht es dann zum Beispiel um so Firmen wie WeWork. WeWork ist ja so der bekannteste Coworking-Space-Anbieter weltweit. Das heißt, deren Standort ist tatsächlich auch ihr Produkt. Und WeWork hat es damit geschafft, mittlerweile höher bewertet zu werden. Also an der Börse sind sie noch nicht, aber so die Vorbewertungen sind mittlerweile höher als das, was Airbnb oder Uber oder andere bekannte Startups so erreichen würden. Viele sprechen bei WeWork aber auch von einem sehr fragilen Unternehmen, weil ihnen die meisten Immobilien, die sie betreiben, gar nicht gehören, sondern das Geschäftsmodell beruht darauf, dass sie sehr lange Mietverträge eingehen, oft über 10 Jahre und das kurzzeitig mit einem Premium entsprechend wiederverwerten. Und die Befürchtung ist einfach, dass mit der nächsten ökonomischen Krise vielleicht ihre ganzen Kurzzeitmieter wieder rausgehen und dann sitzen sie auf ihren teuren Immobilien mit Langzeitverträgen und es ist unklar, wie das dann funktionieren soll. Kommen wir als dritten Punkt zu den dahinterliegenden Stadtvisionen. Was bezwecken digitale Unternehmen eigentlich in der Stadt? Und da möchte ich zunächst auf ein narratives Framing zu sprechen kommen. Viel von dem, was wir aus der Digitalbranche sehen, wird unter dem Begriff Smart City subsumiert. Der Begriff hat sich in den letzten Jahren ziemlich gewandelt. Das wurde ja ursprünglich mal von großen Firmen wie Cisco, IBM oder Siemens vorangetrieben, die einfach ihre Steuerungstechnik verkaufen wollten. Und mittlerweile sind aber auch die neueren Digitalplayer auf diesen Begriff aufgesprungen, weil sie auch gemerkt haben, dass sie dort gut ihre tatsächlich physischen Produkte verkaufen können. Also man denke an selbstfahrenden Autos, man denke an Drohnen, man denke an Smart Meter und die ganze Hardware. Vor allen Dingen haben diese Firmen aber auch erkannt, dass es da noch was ganz anderes zu holen gibt. Und das sind nämlich unsere Daten. Visuell sieht das dann oft so aus. Das ist jetzt ein Beispiel aus Toronto, wo Google über seine Tochtergesellschaft, Muttergesellschaft Alphabet einen ganzen Stadtteil plant und man sieht schöne urbane Bilder. Was aber dahinter steckt, sind dann zum Beispiel Bürgersteige, die erfassen, wie viele Leute drüber laufen. Straßenlampen, die nur angehen, wenn jemand drunter hergeht. Türen, die sich nur öffnen, wenn die richtige Person davor steht und so weiter und so weiter. Das heißt, hier ist ein riesiges Potenzial für ein Unternehmen, Daten zu erfassen, personalisiert oder nicht, über Bewegungsmuster, über Verhaltensmuster, wie bewegen wir uns durch Städte, wer ist da mit wem unterwegs und so weiter. Und diese Daten können letztendlich wieder genutzt werden, um zum Beispiel im vielleicht noch harmlosesten Fall, um uns gezielt Werbung im Stadtraum zuzuteilen. Also wir haben dann nicht mehr die großen Billboards, wo immer die gleiche Werbung drauf ist, sondern die könnte sich ändern, je nachdem, wer dran vorbeiläuft. Es sind aber auch ganz andere Dinge denkbar im Bereich der Überwachungsökonomie, wo sich dann im Sinne eines Smarts, eines Scoring-Systems, wie es in China schon praktiziert wird, Bürger bewerten lassen, vielleicht nach Einkommen, nach sozialem Verhalten und diesen Bürgern dann bestimmte Rechte zugesprochen oder eben auch abgesprochen werden. Dieses narrative Framing der Smart City jongliert immer mit ganz tollen Begriffen. Da geht es dann oft um Effizienzsteigerungen, es geht darum, Ressourcen zu schonen. Nachhaltigkeit fällt natürlich auch immer wieder. Und ein großes Thema ist auch Sicherheit, so vor allen Dingen im Home Protection Sektor. Und was aber aktuell noch zu beobachten ist, ist eigentlich was ganz anderes. Es ist nämlich eine technozentrierte Vision von Stadt. Also so der Glaube, dass sich alle Probleme, die wir in der Stadt so haben, durch den Einsatz der richtigen Technologie wird lösen lassen. Zur Folge hat das, ich möchte es mal urbane Disruption nennen, das heißt viele Firmen kommen einfach in Städte, platzieren ihre Produkte ohne Rücksprache wirklich mit der Kommune, mit der Verwaltung oder mit der Stadtbevölkerung. Und das bekannteste Beispiel ist dann vielleicht sowas wie das Leihfahrrad, was erstmal eine gute Idee ist, umweltfreundlich scheint,
was dann aber dazu führt, dass in manchen Städten wie München oder in Berlin etwas weniger irgendwann die ganzen Fahrradleichen rumliegen, die dann auch keiner mehr einsammelt, wenn die Firma wieder pleite geht, wie das auch schon passiert ist. Darüber hinaus haben wir natürlich problematische Monopolbildungen, das heißt, viele Firmen setzen darauf, durch möglichst große Marktmacht in eine Position zu kommen, die sie dann auch ausspielen können, zum Beispiel gegenüber den Firmen, siehe, wie Amazon das jetzt mit diesem Wettbewerb gemacht hat. Und es geht, wie ich eben schon erklärt habe, um eine neue Form des Datenextraktivismus. Das heißt, die Daten, die wir über unser Handy zur Verfügung stellen, sind dann nicht mehr genug, sondern es müssen dann tatsächlich im Stadtraum oder es sollen dann zukünftig im Stadtraum gemessene Daten sein. So, wie nachhaltig ist das Ganze jetzt? Dazu habe ich die Vision der nachhaltigen Stadt in verschiedene Komponenten unterteilt, die ich der Reihe nach durchgehe. Zunächst die ökologische Nachhaltigkeit. Das ist ja eins der großen Versprechen der Digitalisierung, dass wir in Zukunft alle nachhaltiger leben können, dass wir weniger Ressourcen brauchen, dass wir vielleicht umweltschonender uns durch die Stadt bewegen können. Was wir im Moment aber beobachten, ist eigentlich das ziemliche Gegenteil. Wir produzieren mehr Technik, wir produzieren dadurch mehr Abfall, verbrauchen mehr Ressourcen. Und viele dieser Modelle, die da versprochen werden, sind noch völlig unausgereift. Also zum Beispiel die Frage, ob ein weitreichendes Carsharing-System letztendlich für mehr oder weniger Verkehr sorgt, ist noch gar nicht so raus. Es kann nämlich durchaus sein, dass dann nachher die ÖPNV-Fahrer eher umsteigen. Und wenn Autos dann durch die Stadt fahren, auf der Suche nach dem nächsten Passagier, kann es sein, dass wir letztendlich viel mehr Verkehr haben als vorher. Auf der ökonomischen Dimension haben wir ebenfalls sehr schwierige Entwicklungen. Viele Betriebe werden halt aus der Stadt verdrängt oder sie werden letztendlich obsolet, dadurch, dass wir neue digitale Geschäftsmodelle haben. Das kann man mit Effizienzsteigerungen begründen. Das bedeutet aber auch, dass viele Leute ihre Existenzgrundlage verlieren, dass sie ihre Jobs verlieren, dass sie ihre Geschäfte verlieren. Und es findet also eine sehr starke Konzentrierung auch von ökonomischer Macht statt, mit einer entsprechenden Monopolbildung auf Seiten der Digitalfirmen. Die sozialen Auswirkungen daraus sind, dass wenn wir Stadt als Begegnungsraum verlieren, weil wir vielleicht irgendwann alle gar keinen Grund mehr haben, in die Stadt zu gehen, weil wir alles bequem vom Computer aus machen können, eventuell auch eine neue Form von Segregierung, weil wir dem anderen gar nicht mehr begegnen, gar keinen Grund mehr haben, rauszugehen. Und das ist ja jetzt schon absehbar, Gewinner und Verlierer der Digitalisierung geben. Einerseits wird Macht angehäuft, wird Wohlstand angehäuft, andererseits gibt es aber auch neue prekäre Arbeitsverhältnisse beispielsweise. Auf der politischen Ebene ist so ein bisschen so eine Machtlosigkeit im Moment zu beobachten. Viele Digitalfirmen sind ja sehr schnell. Ich habe eben schon mal gesagt, werden Produkte einfach mal so getestet, werden einfach zum Beispiel in den Stadtraum geworfen, ohne dass auf Regularien geachtet wird. Oft gibt es diese Regularien auch gar nicht oder ohne dass vorab Rücksprache gesprochen wird. Dazu kommen Dinge wie Steuervermeidungstricks. Und es ist eine Tendenz zu beobachten, dass viele Digitalfirmen auch eigentlich ein sehr schlechtes Verhältnis zu Regierungen haben, zu Machtstrukturen haben, diese anprangern und letztendlich in dem Glauben sind, dass sie das selber besser und effektiver können. Das heißt, es kommt hier zu einer Aushöhlung politischer Legitimation und der Tendenz, diese durch privatwirtschaftliche Strukturen zu ersetzen. Wie sieht es mit der urbanen Nachhaltigkeit aus? Ich habe schon öfter gehört, dass die Digitalisierung eigentlich der größte urbane Wandel, die größte städtische Transformation ist seit der Einführung des Automobils. Man könnte vielleicht auch argumentieren, die größte seit der Industrialisierung. Das heißt, Städte werden sich maßgeblich verändern. Das
ist durchaus nicht unproblematisch. Richard Florida, der den Begriff Creative Class erfunden hat, hat in seinem letzten Buch The New Urban Crisis, hat er von Winner Takes All Urbanism gesprochen. Das heißt einer Tendenz, dass gewisse Städte jegliche ökonomische Macht an sich ziehen und dass diese Gewinnerstädte, dazu gehören dann zum Beispiel New York, aber auch Berlin, Amsterdam, Shenzhen, Hongkong und so weiter, enorm von dieser Entwicklung profitieren, andere Städte aber hinten runterfallen. Selbst in den Gewinnerstädten ist es recht schwierig, weil wir ja diese Diskussion auch gerade führen, was ist denn mit den Leuten, die dann nicht in diesem Bereich arbeiten? Was ist denn mit den Leuten, die sich dann die Miete nicht mehr leisten können? Was ist denn mit den Leuten, deren Jobs dann verloren gehen in der Stadt? Also das ist alles noch nicht so ganz klar. Und dann auch die letzte Nachhaltigkeitsdimension, die des Digitalen selber. Wie nachhaltig ist eigentlich das Digitale? Da gibt es, wie eben schon mal erwähnt, auch durchaus Relokalisierungstendenzen. Das heißt, Dinge, die jetzt im Digitalen noch gemacht werden, werden dann doch vielleicht irgendwann wieder analog gemacht, weil wir merken, dass menschliche Beziehungen, dass körperliche Nähe was Positives ist. Also das ist letztendlich auch noch nicht ganz entschieden, wie lange diese Tendenzen anhalten werden. Abschließend habe ich ein paar Punkte aufgeführt, wie das jetzt doch noch ganz gut gelingen kann mit der nachhaltigen und digitalen Stadt. Meine erste Aufforderung wäre, lasst uns mehr Aufmerksamkeit für diese Tendenzen erzeugen. Vielen ist das gar nicht bewusst, vielen Städten, kommunalen Akteuren ist das selber auch noch gar nicht bewusst, wie ihre Städte eigentlich verändert werden. Lasst uns den Fokus auf städtische Ziele richten, nicht auf technologische Ziele, sondern lasst uns gucken, was brauchen denn die Städte eigentlich selber und lasst uns dann gucken, wie können wir das vielleicht mit digitalen Werkzeugen lösen. Lasst uns Kommunen bei dieser Reise vor allen Dingen auch unterstützen. Viele Kommunen sind auch völlig hilflos. Ihnen fehlen die Ressourcen, die Mittel, die Zeit, auch das technische Know-how, um mit diesen Entwicklungen umzugehen. Lasst uns Spielregeln aufstellen für Städte, für nachhaltige Städte, an die sich die neuen digitalen Akteure halten müssen. Und lasst uns durchaus auch über Besitzstrukturen nachdenken, weil letztendlich, wenn wir gemeinwohlorientierte Digitalisierung wollen, funktioniert das eventuell auch nur, indem wir die Mechanismen in die Hand der Gemeinschaft geben. Und als letzten Punkt, lasst uns dafür sorgen, dass Firmen ihre aktuelle Raumblindheit überwinden und auch eine Verantwortung für ihr städtisches Umfeld entwickeln. Dankeschön. Genau, vielen Dank, Felix. Bevor wir zu den Fragen kommen, habe ich noch eine kleine Orga-Durchsage. Wir brauchen dringend Leute, die bei der Essensausgabe helfen. Eine sehr schöne Möglichkeit, um andere Leute kennenzulernen und in tiefere Gespräche zu kommen. Also wer sich das jetzt vorstellen kann und gerade nicht mehr ganz aufnahmefähig ist und Hunger hat, kann sich da gerne schon mal hinbegeben. Genau, ansonsten würde ich jetzt noch Fragen zulassen. Genau, also die Essensausgabe findet hier gleich, wenn ihr rauskommt, zwischen Ada und Bash statt, also hier in dem Zwischenraum, auf der Ebene oder auf der Ebene darüber. Also da findet ihr dann auch später das Essen. Alles klar. In einer der ersten Folien, als quasi dieser Wandel von analogen zu digitalen Geschäftsmodellen, also vom Reisebüro zum Online-Reisebuchen gezeigt wurde, ist mir aufgefallen, dass vielleicht die größte Tendenz innerhalb dieser Digitalisierungsprozesse Individualisierung ist, also Vereinzelung, dass Menschen Handlungen, die sie vorher in dem sozialen Kontext in der Stadt gemacht haben, dann alleine machen. Und ich glaube, dass es auf verschiedene Arten sicherlich ein Kernprinzip des Kapitalismus, weil Menschen, die eben jeder einzeln für sich Dinge konsumieren, Dinge tun, eben viel mehr konsumieren, als wenn sie es in einer Gemeinschaft machen. Und das zieht sich sicher durch viele Bereiche und hättest du vielleicht Ansätze, wenn du das so ähnlich siehst, wie man in die Digitalisierung solche gemeinschaftlichen Strukturen auf ganz verschiedenen Ebenen mehr und mehr einbauen könnte? Ja, das fasst es sehr gut zusammen tatsächlich, die Individualisierung durch Digitalisierung in gewisser Weise. Also
auch eine Individualisierung innerhalb der Stadt, dass Leute halt nicht mehr rausgehen, sondern sich in ihr Kämmerchen zurückziehen, wo der Computer steht. Lässt sich das wieder zurückerzeugen? Ich weiß es nicht. Also interessanterweise ist ja Community einer der am meist genannten, geradezu inflationär genannten Begriffe bei Digitalunternehmen. Wenn man sich dann aber genauer anguckt, was denn eigentlich dort unter Community verstanden wird, sind das meistens die Nutzer, weniger der Bürger oder der Stadtbewohner. Ja. Es gibt natürlich viele, es gibt Nischenangebote, würde ich mal so sagen. Es gibt Nachbarschafts-Apps wie nebenan.de. Es gibt verschiedene Ansätze, wo man seine Nachbarn zum Essen einladen kann. Oder Share-Cafés und so ähnliche Sachen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, das sind Nischenprodukte. Die mögen auf einer gewissen Ebene funktionieren, aber so die große Welle ist eigentlich eine ganz andere. Und ob die sich stoppen lässt oder ob die sich vielleicht sogar zurückdrehen lässt, das ist eine tatsächlich der großen Fragen, die ich hier aufmachen möchte an dieser Stelle, wo ich mich mit einer Antwort aber tatsächlich noch sehr, sehr schwer tue. Da sind wir, glaube ich, alle angehalten. Wenn wir das denn als erstrebenswert erachten, dann tatsächlich auch daran zu arbeiten, da hinzukommen. Gibt es noch eine zweite Frage? Ja, hallo. Meine Frage hat sich halb beantwortet, auch durch dieses Bild der großen Welle. Es wirkt eben wahnsinnig erdrückend und damit verbreitet sich so schnell das Gefühl von Ohnmacht. Deswegen würde ich doch, sehne ich mich nach positiven Beispielen, die eben auch ein bisschen mehr sind als diese sehr guten und lobenswerten Nischen, die wir auch mehr oder weniger kennen. Mir fallen dazu zwei ein. Das eine wäre Barcelona, was ja doch schon größer ist als nur eine Nische. Ich bin da jetzt kein Experte dafür, habe nur einen Vortrag von der Francesca Bria gesehen. Und das andere, denke ich, wäre auch, sich mal kleinräumigen Strukturen zuzuwenden, also Dörfern. Und da fällt mir zum Beispiel ein, die Gemeinde Malz im Oberfinchgau. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemandem hier bekannt ist, wäre auch nicht die Zeit, das auszuführen. Welche anderen Beispiele wären da noch zu nennen, an dem man sich auch nur ein bisschen orientieren kann und auch etwas Hoffnung schöpfen kann, sozusagen? Ja, die Frage kommt jedes Mal. Und ich muss leider immer etwas enttäuschend zurückantworten. Es gibt tatsächlich einfach fast nichts. Es gibt unglaublich viele Negativbeispiele, wo Städte auch ein Stück weit, ein verlorener Fall sind. Also was man in San Francisco noch machen kann, ich weiß es nicht. Was man in Seattle, wo Amazon 20-30% der Gewerbefläche kontrolliert, noch machen kann, weiß ich nicht. In Berlin, glaube ich, sind wir noch nicht so weit. Hier, ich finde das ganz spannend, was hier gerade passiert. Also Google ist natürlich ein unglaublich starkes Symbol, was da jetzt verhindert worden ist. Gleichzeitig ist das aber in Berlin ein unglaublich schmaler Akteur. Also in dem Campus dort hätten vielleicht 5 oder 10 Leute für Google gearbeitet. Die Dependance unter den Linden ist bedeutend größer. Da arbeiten viel, viel mehr Leute. Das kennen die wenigsten aber. Oder Zalando hat ein paar tausend Leute in Berlin. Dazu kommen etliche Start-up-Center und Labs und Hubs und wie diese Dinge jetzt alle heißen. Also die Welle ist eigentlich viel, viel größer. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sehen die Welle tatsächlich noch gar nicht in ihrer ganzen Dimension. So, wie lässt sie sich jetzt aufhalten, was für Positivbeispiele gibt es? Ja, ich glaube wirklich, da ist ein großer Bedarf. Also wir müssen diese Positivbeispiele schaffen. Es gibt noch viel zu wenig. Und da ist, glaube ich, Raum auch für ein Berliner Modell oder für ein deutsches oder ein europäisches Modell, meinetwegen, um da andere Akzente zu setzen. Und auf Seiten der Stadtentwicklung sind diese Instrumente ja durchaus vorhanden. Also es gibt die Leipzig-Karte der europäischen Stadtentwicklung, es gibt die New Urban Agenda, wo eigentlich ganz dezidierte Ziele für Stadtentwicklung verankert sind, die aber im Moment mit den Digitalisierungsentwicklungen nicht zusammenpassen. Also vielleicht müsste man sich darauf eher wieder stärker konzentrieren und schauen, wie kann man diese denn eventuell mit digitalen Mitteln umsetzen, anstatt, wie es im Moment oft passiert,
die Digitalisierung als Lösung zu begreifen, ohne vorher ein Problem zu benennen. Also indem wir ein Wozu formulieren. Wozu brauchen wir denn Digitalisierung? Wozu können wir Digitalisierung denn eigentlich nutzen, auch im urbanen Kontext? Genau, gerne nochmal klatschen für Felix.